Am 3. November 2017 starb Odilo Lechner, der als Abt fast 40 Jahre lang das Münchner Benediktinerkloster St. Bonifaz leitete. Zu seinem Requiem war die Münchner Frauenkirche überfüllt wie sonst nur zur Christmette. Was hatte diesen bescheidenen und freundlichen Mönch derart bekannt und beliebt gemacht? Mit weitem Herzen hatte sich der seinerzeit jüngste Benediktinerabt der Welt als Wahlspruch gegeben. Und in seinem letzten Buch, das aus Gesprächen mit dem Verleger und Autor Winfried Nonhoff in den letzten Monaten vor Lechners Tod entstand, kommt gut zum Ausdruck, wie der Mönch dieses Motto in seinem Leben umsetzte. Im Gespräch blickt Odilo Lechner zurück auf sein Leben, auf Kindheit, Schule, Studium, Ordenseintritt, berufliche Laufbahn. Er schildert zahlreiche Begegnungen mit bekannten Persönlichkeiten oder auch ganz unbekannten Menschen. Er spricht über die Stärken und die Schwächen der Kirche und über Besonderheiten des klösterlichen Lebens. Dabei erfährt man viel Sympathisches über einen äußerst gebildeten, vielseitig interessierten und immer um das Wohl der Menschen besorgten Ordensmann. Am eindringlichsten sind jedoch die Passagen, in denen Odilo Lechner immer wieder vordringt zu den grundlegenden Fragen des Glaubens, die für ihn sein ganzes Leben lang wichtig und prägend waren. Entscheidend ist für ihn vor allem, dass der Mensch bewusst sein Leben auf ein Ziel hin ausrichten will. Es braucht diese bewusste Entscheidung, glauben zu wollen, eine Orientierung für sein Leben zu suchen. Dann muss man aber auch in seinem Leben für Gott Raum schaffen. Und das ist angesichts vieler Aufgaben, Interessen und Ablenkungen gar nicht so leicht. Auch Ordensleute sind hier alles andere als weltfremd. Wenn man aber zum göttlichen Geheimnis einmal in Beziehung getreten ist, sei es durch Gebet, durch Gottesdienst, durch Lesen in der Bibel oder auf irgendeinem anderen Weg, dann wird der Mensch auch einen tiefen Sinn erfahren und sein eigenes Leben annehmen können. Das ist Odilo Lechners tiefste Überzeugung und die Erfahrung seines langen Lebens. Die Gespräche zeigen in eindrucksvoller Weise, wie Odilo Lechner auf diesem Wege tatsächlich zu einer ebenso seltenen wie wünschenswerten Gelassenheit gefunden hat, die es ihm erlaubte, die Belange dieser Welt immer mehr loszulassen und so offen für ein großes Geheimnis zu werden. Viele sollten und werden sich das gerne zum Vorbild nehmen.